Sehr gut. Und jetzt haben wir auch kein Ausrufungszeichen mehr über unseren Hochbeeten. Okay, jetzt haben wir zwei Besucher. Ja, dieses Kreuz ist wahrscheinlich Uritri. Komm, grüßen wir die nochmal. Mit denen haben wir schon mal gehandelt. Das sind immer dieselben Schiffe im Anfangssektor, glaube ich. Lasst uns doch mal Handel treiben. Habt ihr Tech-Blöcke? Sieht nicht so aus. Ihr habt Energieblöcke für, naja. Und ihr hättet Energium. Und unser Energium geht langsam zur Neige. Wie man sieht. Genau, und denen haben wir eben Energieschrott abgekauft. Könnten erwägen, dass wir Energium von denen kaufen. Ja, ich kaufe mal eins. Was können wir ihnen andrehen? Wir haben jetzt zwei Kunststoffe. Ich würde mal einen Kunststoff ausgeben und ein bisschen was von unseren Credits und zwei Energium von denen kaufen. Ansonsten habe ich nichts wirklich, was ich groß verkaufen möchte. Ich kann ihnen natürlich Metall verkaufen. Ja. Ich verkaufe ihnen mal Metall und einen. Nee, ich muss das Plastik nicht verkaufen. Komm, ich verkaufe ihnen alles Metall und kaufe zwei Energium. Metall werden wir wiederfinden und wir sind noch, im Moment noch nicht in der Lage, es zu verarbeiten. Also hauen wir das raus. So, und dann rufen wir das andere Schiff und hoffen, dass die einen Tech-Block haben. Lasst uns Handel treiben. Habt ihr Tech-Blöcke? Ihr habt auch keine Tech-Blöcke. Was soll denn das? Die haben künstliches Fleisch, aber für sehr, sehr viel Geld. Und die haben auch Energium. Was könnten wir denen mal andrehen? Computerchips? Na, nicht wirklich. Oh, sie nehmen Weichblöcke. Ich brauche nicht wirklich viele Weichblöcke. Ich würde von denen auch zwei Energium kaufen und Weichblöcke. Ja, super. Dann verkaufen wir ihnen fünf Weichblöcke für zwei Energium. Sehr schön. Haben wir ein bisschen Handel getrieben? Der muss noch abgearbeitet werden. Jo. Und ich sehe gerade, es geht langsam auf die 9:30 zu. Da würde ich mal sagen, es ist vielleicht Gelegenheit für eine kleine Pause, aber ich glaube, wir machen eine Pause, wenn wir in den nächsten Sektor eintreten. So, jetzt wird erstmal der Handel vorbereitet, das Shuttle fliegt weg. Und jetzt kriegen wir unser Zeug, sehr schön, Energiekristalle. Wird direkt das gefüttert, also 8 ist jetzt wirklich niedrig. Und so wie es aussieht, wir müssen wieder ein bisschen Wasser herstellen. Wir haben nur noch 2. Ich stelle mal gleich 15 Wasser her. Und Wasser wird hergestellt, ohne dass wir Energieprobleme bekommen. Wegen den beiden Solarzellen. Ist das nicht herrlich? Und unser Schrott ist komplett verarbeitet. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch den Kohlenstoff reinholen und dann sind wir in diesem Sektor auch fertig und dann fliegen wir in den nächsten und schlachten wieder ein Schiff aus. Jawohl. Oh, lange kann es nicht mehr dauern. Wie sieht es bei der Forschung aus? Wir sind bei fortgeschrittener Ernährung. Oh, wir brauchen den Experimentiertisch für die fortgeschrittene Ernährung. Um Gottes Willen. André. Anlagen. Forschungswerkbank. Die passt da hinten natürlich nirgendwo rein. Wir haben ein paar Höhlenblöcke, aber ja, wo stellen wir die Forschungswerkbank hin? B-b-b-b. Das ist ja jetzt blöd.
Dann müssen wir einfach hier vorne... Dann machen wir den Raum nochmal ein bisschen größer. 2 Hüllenblöcke würde ich dafür ausgeben. So, wir haben alles abgebaut. Das machen wir nochmal gerade fertig. So, die Schiffe haben den Sektor auch verlassen. So. Dann wird dieses hier einmal nach da hinten bewegt. Jawohl. Und wir bauen nochmal, oder was heißt nochmal, Anlagen, eine Forschungswerkbank damit hin in den Forschungsraum hier. Zack, bumm. Die braucht auch einen Tech-Block. Ja, dann ist das so, ne? Dann haben wir unseren letzten Tech-Block benutzt. Okay, das letzte Schiff hat den Sektor verlassen. Unsere Leute schlafen. Und um 4 werden wir dann den Sprung wagen zum nächsten Schiff. Und dann machen wir ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, dass wir demnächst mal ein Crewmitglied finden. Weil Nahrung sieht so... Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Jetzt gerade so. Und ich könnte noch eine helfende Hand gebrauchen. So, einmal bitte... Springen. So, und hier unten war noch eins und das haben wir, glaube ich, schon. Dann springen wir mal zu dem hier und nehmen das auseinander. Jawohl. Setzen wir uns direkt daneben. Und ich brauche einmal... Einmal alle bitte. Jawohl. Direktbefehl. Einmal ins Schiff rein. So. Ach, das ist nur so ein kleines. Naja. Oh, machen die uns das etwa streitig? Da kommen noch andere. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Endet das in einem Konflikt? Ich glaube, die sind besser ausgestattet als wir. Oder haben die nur Pistolen? Auf jeden Fall sind sie nur zu dritt. Wollen die uns dieses Schiff streitig machen? Ich glaube, es hackt. So, kommt ihr mal durch die Tür und sagt, was eure Intention ist. Die Clown-Shit. Okay, wir haben das erforscht. Jetzt müssen wir uns beeilen, Sachen einzusammeln. So wie es aussieht. Neues Datenlog. Und Credits. Also einmal alle hierher. Ach nee. Stopp. Vergiss den Befehl. Ich mache nicht direkt Befehl, sondern ich sage euch, transferiert. Alles auswählen und bitte die Sachen abbauen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ja, unsere Leute sammeln... Nee. Moment mal. Helfen wir denen jetzt?
Haben wir denen gerade geholfen, die Sachen in ihr Raumschiff einzulagern? Ich glaube, es hackt. So war es nicht gedacht. Okay, auf jeden Fall haben die anderen sich jetzt verpisst. Bin gerade sehr irritiert. Ja, haben wir gerade einen verloren? Wo ist... Fockaffe ist... im Shuttle. Mag nicht mehr? Ich weiß es nicht. Wir sind nur noch zu dritt, ne? Auf jeden Fall sehe ich jetzt nicht, dass irgendwie das andere Shuttle sich noch bewegt. Dann machen wir mal die Zeit schneller. Die werden das schon irgendwie regeln und kommen alleine klar. Oh. Sauerstoffmangel. Was macht ihr da, Leute? Okay, ihr fliegt, da schweben noch Sachen. Ihr fliegt jetzt zurück. Wir haben Sauerstoffmangel. Ich hoffe jetzt nicht, dass... Ach, Gott sei Dank. Macht mal Pause, bitte. So, welche Ressourcen reichen nicht aus? Achso, die Ressourcen zur Erforschung reichen nicht aus. Alles klar. Ja, ich glaube, die haben uns da gerade irgendwie Zeug geklaut, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich aber auch irren. So, wir haben ein bisschen Infraschrott gesammelt. Haben wir Energieschrott? Jawohl. Höhlenschrott. Techschrott. Sehr schön. Und es ist ein neuer Morgen. Dann würde ich mal sagen... Hier machen wir gleich weiter und wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Ach, Ziorge, das habe ich nicht gesehen, ob da eine Leiche lag, ob die von den anderen war. Ah, das hätte ich natürlich nachgucken können. Ich hätte auch mal mit denen mich unterhalten können vielleicht, ne? Was ist denn hier los? Fockaffe zeigt schon wieder Leuten einen Stinkefinger. Starkes Unbehagen. Kacke in der Hose verschlechtert sich. Dann mach doch da mal was gegen. Mensch. Ja, ich habe dieses Spiel nicht gebaut. Das tut mir total leid, Fockaffe. Oh, Bytewelf. Bytewelt. Danke für die Nachricht. Und ja, die anderen räumen dir auch Raumschiffe, Stationen aus. Das gibt's ja nicht. Das ist echt... Ja, dass jetzt alle drüben auf dem Raumschiff waren, hat jetzt zu so einer Situation mit Kacke in der Hose geführt. Aber ja, danke. Die anderen klauen mir also Sachen weg. Das ist ja doof. Okay, wie gesagt... Ich mache hier einmal auf Pause und jetzt machen wir hier auch ein kleines Päuschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit mehr Space Haven. So, und da bin ich auch schon wieder. Hallöchen. Und Humpalucky geht ins Bett. Ich glaube, ich bin nicht zu spät, um noch gute Nacht und Tschüss zu sagen. Aber wahrscheinlich schon. Und Huhu, schönen guten Abend. Dann können wir mal weitermachen. Wir sind noch dabei, das andere Schiff da hinten auszuschlachten. Dann mache ich mal wieder auf... Schnell. Wie sieht's denn mit unserer Forschung aus? Drei Experimente mit Wurzelgemüse, drei Experimente mit Früchten müssen wir noch machen. Wir müssen noch die Experimente durchführen und dann das hält uns im Moment auf, mit der Forschung voranzukommen. Heißt,
Ich würde... Achso, es wird wieder jetzt gerade das Klinikbett erforscht. Das heißt, ich schiebe den Komposter hoch. Wie sind wir denn beim Klinikbett? Beim Klinikbett sind wir ganz gut vorne, aber ich würde gerne den Komposter haben, weil der besorgt uns auch ein klein wenig mit der Zeit ein bisschen Dünger, was wir auch brauchen für die Nahrungsherstellung. Und wir können endlich unsere Biomasse damit verarbeiten. Genau. Und sobald wir genug Früchte und Wurzelgemüse haben, wird das da hinten an der Werkbank dann auch erforscht. So, was ist mit Fürchnix los? Ups. Warum kann ich da arbeiten? Zustand. Verbrannte Hände. Achso, Horsti ist schon nicht mehr da. Verbrannte Hände kann man dann in dem Klinikbett heilen, weil der das eben gefragt hat. Ja, also Fürchtnix kann gerade nicht arbeiten, weil es gab einen Unfall und hat sich die Hände verbrannt. Das wird mit der Zeit auch wieder besser, aber in dem Klinikbett geht es halt schneller. So, jetzt sind die verbrannten Hände wieder besser und er kann weiterarbeiten. Haben wir noch Schrott? Wir haben Hüllenschrott, den wir noch verarbeiten müssen. Wir haben wieder Hüllen... Blöcke einigermaßen und keine Tech-Blöcke mehr. Und wir haben nicht mehr so viel Energie, Energium. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt gleich mal den Sektor wechseln müssen. Tja. Wenn das Schiff hier ausgeräubert ist, dann werden wir mal in einen anderen Sektor fliegen. Also, was meine ich mit anderem Sektor? Also hier würden wir nochmal im Kreis fliegen und gucken, was wir noch so abbauen können. Hier und da. Aber ich würde keine Schiffe mehr ausräubern. Ich würde diese Materialien noch mitnehmen und dann hier in das nächste Dings reinspringen und hier alles abräubern. Das ist mein Plan. Ja. Genau. Es wird hier geschlafen. Und ich hoffe ja auch darauf, dass meine Crew sich bald mal ein klein wenig vergrößert. Was ich auch noch machen wollte, ist hier dieses Licht an eine andere Stelle bewegen, nämlich direkt neben das Klo. Denn perspektivisch sollte da eine Tür sich befinden, wenn ich hier das Schiff erweitere. Ja. Okay. So, und jetzt müssen wir auch gleich das da hinten alles abgeräumt haben. Oh, wir haben noch einiges an Schrott. Energieschrott, Weichschrott, Techschrott, Infraschrott. Achso, wird jetzt alles geholt und ins Shuttle geladen. Das heißt, durch das Shuttle kommt jetzt eine Menge Schrott wieder her. Energieschrott auf jeden Fall sofort. Techschrott. Und da wird jetzt gleich noch mehr Schrott kommen, den wir verarbeiten können. Und hoffentlich kriegen wir auch ein bisschen Energium daraus. Aber wir sind jetzt schon knapp. Und deswegen will ich den Sektor wechseln, dass wir irgendwo noch eine Energiumquelle herfinden. Weil Energie wird langsam echt hart. Ja, Gott sei Dank, die beiden Beete funktionieren ganz hervorragend. Wir haben im Moment zwar nur Früchte, aber wir haben noch ein paar verarbeitete Lebensmittel und Astronautennahrung. Die kommen aus der Küche. Das heißt, wir müssen noch nicht hungern. Es sieht noch alles ganz gut aus. Jawohl. Und es ist immer noch nicht alles geholt von hier drüben. Na, zwei Infraschrott. Ansonsten sieht es schon ziemlich ausgeräubert aus. Achso, hier liegen noch... Schutt liegt hier noch. Okay. Das heißt, es müsste gleich fertig sein. So, und Fockaffe forscht wild weiter. Das ist sehr gut. Und fürchte nichts auch.
Sehr schön. So, und jetzt gehen die letzten beiden rüber und holen hoffentlich die letzten Sachen. Haben wir hier noch... Oh ja, wir haben noch ein bisschen Weichschrott. Energieschrott haben wir auch noch was. Und Techschrott. Und jetzt kommt noch ein bisschen mehr Schrott. Jetzt sind wir auch durch. Sehr schön. Sind alle zu Hause? Ja, es sind alle zu Hause. Das heißt, wir machen mal den Sprung. Flupp. So, hier unten haben wir eigentlich alles ausgeräumt. Da sind noch ein paar Schiffe, aber das dauert mir zu lange. Wir fliegen jetzt hier hin, nehmen die Chemierohstoffe und das Eis noch mit und grasen das da oben ab. Hier hätten wir die Chance, quasi noch ein Schiff mit in unsere Flotte reinzunehmen. Ich habe das mal probiert im Early Game und es hat nicht gut funktioniert. Deswegen lassen wir das auch links liegen und fliegen in den nächsten Sektor, um Energium zu sammeln. So, ich hoffe, die sind nah beieinander, dass es nicht so lange dauert. Oh ja, sehr schön. Zack. Und das ist auch... Ach, das geht. Ja. So. Dann sammelt das mal ein und recycelt den Schrott. Und macht weiter ordentlich Forschung. Energium. Oh, okay, wir sind auf 4 Energium runter. Es wird langsam wirklich Zeit. Ich glaube, wir müssen direkt weiterfliegen, fürchte ich, damit wir Energium finden, weil 4 ist mir ein bisschen doll eng. Aber wir haben auch nicht mehr viel Eis. Das würde ich gerne noch abernten. Für Wasser. Da haben wir auch nicht mehr so viel von. Wenn wir den Schrott verarbeitet haben. Da haben wir noch 2 Höhlenschrott. Dann können wir vielleicht mal den Generator ausmachen, um Energium zu sparen. Wenn der hier keine Jobs mehr hat. Das müsste jetzt gleich der letzte gewesen sein. Jupp. So, jetzt mache ich mal den Generator aus. 1,1 Energium ist noch drin. Solange sparen wir das und gucken mal, ob wir mit den Solarzellen einigermaßen klarkommen. Wir haben ja auch einen Energiespeicher hier hin drüben. Das heißt, solange können wir auch noch Energium sparen. Oh. Der Speicher geht langsam runter. Es wäre gut, noch eine Solarzelle zu bauen. Aber dafür brauchen wir Tech-Blöcke, die wir nicht haben. So, wie viel hat er noch? 100. Das heißt, wir machen den mal kurz an. Und warten, bis die Batterie hier wieder aufgefüllt ist. Und dann mache ich den wieder aus. Den Generator. Jep. Und zwar jetzt. Okay, wir haben alles abgeerntet. Heißt, wir werden springen. Und tschüss. So, hier gibt's Wasser und das Zeug zum Springen. Ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht das doch mir abholen sollte. Hier ist ein Schiff, was wir in Besitz nehmen können. Und wie gesagt, das würde ich jetzt noch nicht machen. Oh, wir haben nur noch 3 Energium. Ich versuche mir das zu merken, dass wir hier noch Ressourcen haben. Wir springen mal in den anderen Sektor. Und suchen nach blauen Kristallen. Hier muss es doch blaue Kristalle geben. Hier sind überall Schiffe. Gucken wir mal hier. Wir haben noch 6 Sprünge.
Das heißt, ich fliege hier mal im Kreis, bis wir tatsächlich. Oh, und hier haben wir das erste Mal, dass wir auf Piraten treffen. Eine Runde aussetzen. Jetzt springen die Piraten dahin. Das heißt, der Weg ist frei. Oh, Sprung gestört.